Hallo, hier ist wieder Möbel Knapstein. Unsere Jubiläumsfeiern gehen weiter. Tom Astor kommt am Freitag, 11. September 2015 ab 19 Uhr zum Gratulieren und singt uns ein Geburtstagsständchen. Remscheid hilft, Music for Friends. Am 17. September eine Charity-Aktion auf dem Remscheider Rathausplatz. Remscheider Bürger helfen den Flüchtlingen. Der Kammer bei mir. Wie ist es denn zu dieser Idee gekommen? Auslösender Faktor war eigentlich, dass auf einer anderen Veranstaltung, wo ich auch musiziert hatte, der Oberbürgermeister von dem Projekt Flüchtlinge gesprochen hat. Und daraufhin haben wir uns zusammengetan, waren alle drei sofort total von der Idee begeistert und haben dann mit ganz, ganz viel Elan die Idee nach vorne getrieben, dass wir halt eben noch Möglichkeit auch eine ganz tolle Veranstaltung hinbekommen. Das hört sich ja schon mal sehr, sehr gut an. Der Benni steht bei mir und ist für das Kulinarische zuständig, ne? Ja. Was wird denn essen- und trinkenmäßig alles geboten auf dem Rathausplatz? Ja gut, wir haben die Möglichkeit gehabt durch Remscheid, Gastronomie wie Remscheider Bräu, die uns das Bier zur Verfügung stellen und auch die Becher für den Verkauf, wie es von Remscheid Live bekannt ist mit dem Becherkauf, dass das darüber finanziert wird, dass auch komplett der BAF denn zur Verfügung gestellt wird, die Einnahmen. Und durch andere Gastronome wie dem Grund oder Nonnas Genussmanufaktur, die halt wirklich gesagt haben, wenn sie ihre Materialkosten drin haben, der Rest ist auch für den guten Zweck gesponsert. Und internationales, gastronomisches, was ist denn alles geboten auf dem Rathausplatz? Ja gut, wir werden durch Nonnas Genussmanufaktur einen Dönerwagen bekommen, einen Pizzawagen bekommen, einen Wagen mit Süßspeisen und der Grund wird grillen. Das hört sich ja schon mal sehr, sehr gut an. Also ein Grund für die Bürger, auf den Rathausplatz zu kommen. Musikalisch, wer tritt alles auf? Noch ein weiterer Grund, dass die Bürger kommen sollten in Scharen. Also es ist uns schon gelungen, halt eben auch wirklich gute Bands, Coverbands aus dem Remscheider und auch größeren Umfeld halt eben zu gewinnen. Beginnen wird extra früher von anderen, ganz bekannte Coverband, Dr. Sebastian Rebold, da derjenige, der diese Sache in der Hand hat. Zweite Band wird sein die Soul Food Company, da ist Kontakt Remscheider, Saxophonist Martin Kuske. Und den Schluss wird dann Timeless machen, Old and More, auch in Remscheid ein Begriff. Jede Band spielt so ungefähr eine Stunde. Zwischendurch wird Herr Daub das Remscheid-Lied, was hier auch geschrieben wurde, präsentieren, um auch da nochmal Solidarität zu zeigen mit den Flüchtlingen, den ganzen vielen Menschen, die wir halt eben hier auch begrüßen, die wir aufzunehmen haben in unsere Mitte. Und wir hoffen einfach, dass unterm Strich es eine ganz, ganz tolle Veranstaltung wird. Dass wir auf der einen Seite ein Zeichen setzen, damit ganz bewusst. Auf der anderen Seite aber auch, weil es eine Charity-Veranstaltung ist, so viel wie möglich an Einnahmen generieren können, die dann auch halt dem Problem in Anführungsstrichen, aber es ist ja letztendlich tatsächlich vielleicht eins, Flüchtlinge zugutekommt. Dankeschön den Herren für dieses Gespräch. Also am kommenden Donnerstag, den 17. September, Remscheid hilft, Music for Friends auf dem Remscheider Rathausplatz. Ab 18.30 Uhr geht es los.